Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Ghetto the Keyboard. Das hier ist etwas Neues. Dazu, ich habe bereits ein ähnliches Video gemacht und das heißt, ich setze das hier fort. Ich werde für euch Dota 2 spielen. Jetzt. Mit dem Helden Lich. Ich möchte Oh, auf okay. mehrere Sachen erstmal vorweg eingehen. Das allererste ist, da ich natürlich keine Ahnung habe, inwiefern das Spiel gut wird, weil, naja, ich spiele das offensichtlich ja gerade live, habe ich keine Ahnung, ob das anschaulich wird. Ich versuche aber trotzdem euch dabei was zu erklären und immer wieder zu erklären und zu beschreiben und zu erläutern, wieso ich überhaupt das mache, was ich mache und was ich gerade vom Spiel denke. Und damit kommt der zweite wichtige Aspekt. Ich bin ein leidenschaftlicher Dota-Spieler und ich spiele das seit 5, 6 Jahren. Dementsprechend habe ich starke Emotionen, wenn ich dieses Spiel spiele. Naja, ich will nicht sagen, ich raste aus, aber ich mache sarkastische Kommentare über Leute, die wahrscheinlich besser spielen als ich. Ich beleidige meine Teammates, beleidige die Gegner. Zwar oftmals nicht im Chat, aber trotzdem. Und ich möchte euch vorwarnen, jeder, der keine Lust hat, sich anzuhören, wie ich sarkastische Kommentare über irgendwen mache, der macht bitte aus. Jetzt. Ich will nicht nachher von irgendeinem Deppen hören, unsportliches Verhalten. Ich habe euch gewarnt. Jeder, der jetzt nicht ausschaltet und danach beschwert, dass ich irgendwie mich assi benommen habe, ist ein Vollidiot. So, okay. Hallo und herzlich willkommen. So, wir spielen Lich. Wir spielen Lich auf eine interessante Art und Weise. Nämlich, wir kaufen uns natürlich erstmal den Kurier. Weil, naja, wir sind ja doch einigermaßen lieb. Und werden dann probieren, irgendwas Lustiges zu machen. Okay. Einmal Clarity Potion ist immer wieder ganz nett. Natürlich Ironwood Branch ist auch nicht ganz verkehrt. Und der erste schreibt schon OMG. Void, please. So, okay, was machen wir mit Lich? Mit Lich haben wir mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Wir können entweder auf extrem offensiv gehen und mit Piu Piu, Bratz, 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 Damage Keule machen. Oder wir können auf Support gehen. Support wäre eigentlich eine sehr interessante Idee gewesen. Das Problem ist allerdings, wir spielen einen Public. Und ich empfehle jedem im Public zu überlegen. Was weiß ich überhaupt von dem Spiel? Sind die Leute gut? Sind die Leute nicht gut? Ich habe keine Ahnung, wie die spielen. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich weiß nicht, ob die Wards unterstützen würden oder nicht. Ich weiß nicht, ob die mir helfen würden zu warden oder nicht. Deswegen kaufe ich in der Regel einen Kurier, weil, naja, ich bin Supporter, das ist meine Rolle. Aber ich werde mir so ein bisschen Mühe geben, die Items zu bauen, die man als Supporter hat, aber trotzdem noch ein paar HP-Items zu bekommen und einigermaßen vernünftig zu spielen. Also nicht als Full Support. Wieso habe ich mir eine Clarity gekauft? Weil manchmal kann das einem den Arsch retten, genauso wie möglichst viele Tangos kann manchmal dem Arsch retten, wenn man plötzlich Sachen wegfressen muss. Sehr, sehr wichtig, wenn man mit Lich spielt. Zuerst gilt man immer das Essen. Und man blockt nicht die erste Wave. Egal was man euch sagt, die erste Wave sollte nur ganz leicht geblockt werden, sonst kämpft man sofort am Tower. Ich werde versuchen, in diesem Video möglichst viel zu erklären, wieso ich was mache und versuche mal Argumente dafür zu geben. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Auf gar keinen Fall. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt mittlerweile wütend in die Tastaturen hämmern und sagen, was für ein Kacknoob. Aber, naja, dann bin ich das halt. Dann bin ich halt ein absoluter Kacknoob. Aber, naja, ich kann nur das spielen und ihr nicht. So sieht's aus. Wir werden uns hier versuchen, mal nur aufs Lasten zu konzentrieren, was wirklich nicht gerade einfach ist, wenn man gleichzeitig noch redet. Also bitte verzeiht mir, falls das nicht so aussieht, wie man eigentlich erwarten müsste. Wir lassen Doom einfach mal den ganzen Farm. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, nur aufs Last Hitten und aufs Denyen. Also eigentlich nur aufs Denyen. Probieren mal währenddessen die beiden Melees immer wieder anzuhitten, weil, ne, die sind halt Melees. Man skillt am Anfang nicht die Nova, sondern das Fressen, weil man einfach dadurch die Wave näher an sich selbst hat. Also das heißt, man kann dadurch viel, 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 viel lustiger spielen und viel, viel besser spielen auch. Der Omni Knight scheint nicht ganz so gut zu sein. Das heißt, wir haben da einen kleinen Vorteil. Das ist gut. Und seht ihr, wir können das Ganze immer wieder schön an uns dran halten. Auf dem ersten Level macht eigentlich keiner ein Engagement. Das macht relativ wenig Sinn. Also auf dem ersten Level anzugreifen ist wirklich atypisch. Deswegen solltet ihr auf dem ersten Level immer Sachen skillen, die euch entweder den Arsch retten können oder euch dabei helfen können zu creepen. Und das hier kann euch definitiv dabei helfen zu creepen. Na komm schon. Oh. Der geht drauf, das ist nicht wirklich intelligent. Ich weiß nicht, was er machen will, denn Omni Knight kann heilen. Das ist keine besonders gute Idee, im Melee den anzugreifen. Den Platzsieger. Ja, verdammt. Aber falls da jetzt. Na, verdammt, weiß er auch nicht. Schade. Das Problem ist, wenn man Platzsieger angreift, macht das keinen Sinn. Er heilt sich so oder so. Das heißt, unsere Möglichkeit ist es, Omni Knight anzuhitten.
möglichst viel und möglichst langwierig, so dass er all sein Mana verschwenden muss. Denn er hat einen der härtesten Heals im gesamten Spiel überhaupt. Er macht scheiße Damage damit und er kann verdammt gut damit supporten. Und sehr schön, wir haben First Blood, doch kein Idiot im Team. Und ich habe schon gedacht, wir haben Noobs im Team. So, das heißt, falls man versucht, den anzugreifen, endet das in der Regel im Desaster. Wieso skille ich Level 2 das Fressen? Wahrscheinlich werden da sich auch wieder Leute umdrehen und Saturn eindreschen. Wie kannst du es wagen? Ich bevorzuge einen aggressiven Spielstil, aber ich bin nicht blöd. Und ich weiß, dass wenn ich die Nova sofort skille, ich die einmal raushauen kann und dann darf ich wieder warten, bis ich genug Mana habe. Und dann muss ich zweimal fressen, um genug Mana zu haben, wahrscheinlich. Also macht das keinen Sinn. Ich skille lieber das Einheiten fressen. Das macht gar keinen Sinn, ihn jetzt anzugreifen. Es ist zwar schön, dass er den angreifen möchte und es macht Sinn, wenn ich den angreife, aber wenn der Melee den angreift, macht das gar keinen Sinn. Denn er ist Melee und er kann von Omni-Knight Schaden nehmen. Gott, spiele ich gerade Scheiße. Mann. Wir probieren die aber trotzdem einigermaßen auf Distanz zu halten, damit das gut für uns aussieht. Wieso konzentriere ich mich aufs Denial, verdammt, und nicht aufs Last Hitten in dem Sinne? Weil wir das nicht brauchen. Wir sind Lich und wir brauchen es nicht. Lich ist auch ohne Items extrem effektiv, extrem stark und ein sehr, sehr mächtiger Held. Na komm. Na komm schon. Verdammt. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass er mich heute verfolgen würde. Dafür holt man sich Clarity Potion übrigens. Damit man möglichst schnell jetzt wieder was hat, mit dem man Spaß haben könnte. Das Problem am Bloodseeker ist halt, der hat sofort wieder HP, weil der halt, naja, sofort wieder HP hat. Wäre Doombringer jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich ihn jetzt einschätzen würde, hätte der Level Fragezeichen Death of Ding gemacht und das war's. Aber naja, man kann ja nicht alles erwarten. Falls übrigens gerade Doom das hier guckt, aus irgendeinem Grund auch immer, dass der hier mitspielt oder so, dann tut's mir leid, aber du hättest ihn töten können. Jetzt können wir auch die Nova skillen. Hauptsache ist, dass wir die möglichst außerhalb der Experience Range und möglichst außerhalb der Creep-Range halten. Das heißt, dass die möglichst nichts bekommen. Ich habe jetzt genug Mana, um die ganze Zeit zu fressen, die ganze Zeit alles mögliche zu machen. Na, Nova macht keinen Sinn, aber wir können schon mal Boots kaufen. Und schauen, was abgeht. Oh, Silence. Wieso rennt er hinterher? Back, back. Alter Schwede. Hallo? Wieso geht mein Sane nicht weg? Mann, Mann, Mann. Ja, das war nicht intelligent. Er hat keinerlei HP, er hat nichts. Ich weiß auch nicht, wieso der hier steht. Das ist nicht wirklich überlegt gespielt von dem. Von mir zwar auch nicht, weil ich sinnlos spam, aber es ist doch nicht ganz so sinnlos, denn, naja. Wenn der Bloodseeker und Omni-Knight nichts machen können, dann können sie nichts machen. Ich habe jetzt das S geschrieben, das heißt Mist. Ich vermisse einen Gegner, ich vermisse den Omni-Knight. Nicht, weil ich so ein guter Freund von dem bin, sondern weil ich ihn auf der Lane eigentlich sehen müsste. Er müsste da sein, aber ich sehe ihn nicht. Das heißt, Gott. Also entweder möchte er engagen oder sonst was. Ja. Okay, gut. Möchte nicht engagen. Schade. Oh Gott. Fight. Ah, da kommt er wieder. Sehr gut. Sonst fühle ich mich hier auf der Lane ein bisschen alleine, ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was er machen will. Er sieht ganz eindeutig, dass ich keinen Mana habe. Ich habe nichts. Auf, natürlich muss man auf Level 5 allerdings die Nova skillen, denn die ist extrem heftig. Also, das muss man machen. Okay, Earthshaker kommt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch was machen. Wir haben auch Mana für eine Nova. Möglichst immer in Bewegung bleiben, vor allem gegen Bloodseeker und sonstige.
einfach immer in Bewegung bleiben. Falls ihr die ganze Zeit seht, dass ich spamme, das hat was damit zu tun, dass man möglichst in Bewegung bleiben muss. Ihr wisst nie, wer gerade hinterm Busch vorkommt oder wer sonst irgendwas machen könnte. Gerade ist da aber ein bis zwei. Die könnten vielleicht auch versuchen zu ganken. Wie gesagt, man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, wer ankommt. Vielleicht kommt Pacha irgendwie oder sonstiger Scheiß. Und dann hat man natürlich ein Problem. Sehr schön. Tja, hätte ich mal Level 6. Sehr schön. Das war gut. Das schauen wir auch mal gut, Job. Das war gut. Wow. Ja, natürlich die Frage, ne? Was kann man jetzt machen? Soll man den jetzt angreifen oder nicht? Ich persönlich habe einen sehr aggressiven Spielstil. Ich würde, falls ich jetzt dazu nicht mit mir im Typspeak wäre, würde ich den schon längst angeschrien haben. Wieso greifst du nicht an? Das Problem ist, es ist halt ein Public. Man spielt hier anders. Egal, was ihr in irgendwelchen Guides lesen mögt, egal, was Leute euch versuchen zu erklären, im Public spielt man immer anders, als es in irgendeinem Guide steht. Wenn da steht, baut euch das und das Item, skillt auf die und die Spells, in der Regel müsst ihr immer ein bisschen umdenken, denn es sind fünf komplett verschiedene Leute, die manchmal nicht so spielen, wie ihr es in einem Guide gelesen habt. Das heißt, ihr müsst auch ein bisschen immer gesunden Menschenverstand mitbringen und ja, das ist doch eigentlich die beste Waffe, die ihr habt. Nämlich der gute, gesunde Menschenverstand. Wir könnten rein theoretisch was machen. Und ihr müsst auch wissen, vernünftiges Englisch ist nie wichtig. Nie. Niemals. 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 Niemals, niemals. Auch wenn es natürlich heißt, I have ultimate ready. Can you please engage? Das macht keinen Sinn. Nicht so sehr auf Grammatik achten, möglichst versuchen, schnell und präzise zu erklären, was man eigentlich vorhat. Sehr schön, da wird ein Gage. Kommt jetzt die Fischer vielleicht? Die Fischer vielleicht? Die. Ach ja, der ist gesilenced, verdammt. Können wir nichts machen? Das war sehr gut vom Platziker gespielt, muss man dazu sagen. Also, ich habe zuerst nicht gesehen, dass der gesilenced war, aber sehr, sehr gut vom Platziker gespielt. Hat sich sofort überlegt, was er braucht. Verdammt. Fuck off war. So ein Scheiß. Wow. Da könnte vielleicht was gehen, falls wir vernünftig engagen würden. Ah, verdammt. Na, mit etwas Glück springt das noch gut. Ja, springt das sehr gut. Wie gesagt, ein bisschen Glück. Das sollte man wirklich eigentlich niemals machen. Da geht gerade Party links. Aber da kommen wir nicht mehr rechtzeitig an, um Doom zu retten, oder? Nice, haben wir noch geschafft. Schauen wir, ob hier irgendwas liegt. Mitte geht auch nichts, also gehen wir wieder zurück auf unsere Lane. Wir sind Supporter, werden uns probieren, aber trotzdem vernünftige Boots zu holen. Also die Face Boots werden danach auf Mecha gehen, also Mechanism. Und ja, solange keiner auf der Lane ist, können wir noch vernünftig farmen. Das Denial macht eigentlich keinen Sinn jetzt. Ah doch, jetzt für Omni-Night. Aber einfach so. Okay, gut. Hier sind alle jetzt am Start. Ich habe ein bisschen Angst. Ich ziehe mich zurück. Ich sehe, da ist Sand King. Er kann mit Range dann sofort engagen. Danach konnte der Heal von Omni-Night kommen. Davor habe ich Angst. Ich will nicht sinnlos sterben. Das macht gar keinen Sinn. Vor allem nicht noch gegen Platziker-Ulti. Ich würde auch dem Gelben empfehlen, möglichst wegzugehen. Aber das scheint ja eher Evil Knievel zu sein. Da geht ja immer sinnlos rein. Aber okay. Das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Leber zurückhalten. Nicht das machen, was er macht, denn wir sind jetzt langsam in dem Level, dass man Tower diven kann. Das heißt, dass die Gegner plötzlich sich entscheiden können, ach, wir greifen mal an. Also möglichst hinter dem Tower stehen. Die greifen den Tower noch nicht an und diese Wave wird den Tower auch nicht kaputt machen. Wir haben noch sämtliche wir haben noch sämtliche Chancen, irgendwas zu reißen. Und es macht gar keinen Sinn, jetzt zu engagen oder jetzt sich irgendwie anzubieten. Wir können aber den hier machen. Eine Nova raushauen auf Bloodseeker. Wieso der jetzt auch immer angreift. Das war sehr gut. Wir haben das Epicenter von Sand King komplett. Also, der Sand King hat sein Epicenter komplett gewastet, was sehr, sehr gut ist. Eines der härtesten Ultimates auf diesem Level, das man haben kann. Verdammt, Patschuk, da kann ich nichts machen. Er wird sterben. Mein Ulti ist noch nicht ready. Ich kann nichts machen. Ich kann ihm nicht helfen, leider. Ich kann. Ja, eine weitere Nova. Hat auch leider nicht geholfen. Oder er hätte nicht geholfen. Schade, er ist tot.
Hier ist noch Patsch, deswegen immer bewegen. Das, was Earthshaker macht, ist nicht gut. Der bleibt zu lange auf einer Stelle stehen, der kann gehuckt werden. Vor allem, wie gesagt, wenn Patsch im Spiel ist. Immer überlegen, wo man stehen sollte. Steht auch niemals hier. Niemals am Rand stehen. Immer so, wie ich stehe. Denn ihr könnt vom Rand aus immer noch gehuckt werden. Da, wo Earthshaker jetzt steht, ist selten dämlich zu stehen. Also wirklich, es ist nicht intelligent. Es spricht auch kein strategischer... Also es ist da nichts Strategisches dahinter. Es ist einfach nur... Entweder hat er keine Erfahrung gegen Patsch oder er ist schlecht. Es gibt da einfach keine zweite Möglichkeit. Es gibt keinerlei Grund, wieso man da stehen sollte. Natürlich geht dasselbe auch für die Top-Lane. Da solltet ihr einfach auch nie am Wald stehen. Gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich würde mir ja gerne meine Faceboots kaufen. Aber, naja. Okay. Davor hatte ich Angst. Wir haben das Ulti vom Bloodseeker drauf. Jetzt nicht mehr. Was auch immer das werden sollte. Was für ein komischer Engage war das denn? Also das war sehr, sehr merkwürdig. Was auch immer das war. Bleibt bei Bloodseeker Ulti immer stehen. Vor allem als Lich, als Caster. Ihr seid nicht darauf angewiesen zu laufen. Ihr seid darauf angewiesen, stehen zu bleiben und zu casten. Im besten Fall. Jetzt holen wir uns sofort Mecha. Können wir sofort den Buckler holen. Falls die engagen würden, hätten wir nicht sehr gute Chancen. Aber jetzt sind mehr Helden da. Achtet übrigens immer auf die Minimap. Es ist sehr viel Miss. Sehr, sehr viel Miss. Und gerade wurde einer gehuckt, dem Anschein nach. Zumindest habe ich den Sound von Patsch gehört. Ich find's cool, wie der Licht da immer chillt. Super. Ich höre gerade den Ingame-Sound nicht. Jucken einfach mal den Omni. Und wieder zurückgehen. Und wieder... Verdammt, ja, wir sind tot. Das meine ich. Niemals am Rand stehen. Ich widersetze mich meinem eigenen Befehl. 20 Sekunden sind wir wieder da. Wir können mal schauen, was hier passiert. Der Earthshaker ist ganz okay. Hätten wir nicht... Na, okay, gut. Ist ganz okay. Also bis jetzt macht unser Team das eigentlich ganz gut. Wir schauen mal kurz auf die Einstellung nochmal. Ob wir irgendwas machen können vernünftig. Video, Game, Controls. Wo ist Audio? Hier Audio. Sweet Vivification. So, sehr gut. Haben Mecha. Jetzt überlegen, Portal oder Heal. Ich bin eher ein Fan von Portal, ganz ehrlich zu sein. Ich hoffe mal kurz, schreib's wieder an und aus. Es kommt so ein Sound Delay. So, sind wir wieder. Also da geht Party. Wir haben zum Glück unser Ultimate am Start und wir haben Buckler. Ganz wichtig, der magische Buckler. Wir zeigen uns aber nicht, denn die erwarten uns nicht. Wenn Patsch uns... Was Patsch nicht weiß, macht Patsch nicht heiß. Aber der sollte ihn wirklich kommen lassen. Vor allem, weil Maiden jetzt auch auftaucht. Das könnte ein gutes Ulti für mich werden. Oh Gott, und jetzt kommt natürlich die Creep Wave, ey, natürlich. Immerhin ein Kill. Das ist doch auch was Feines. So, mach jetzt doch mal den hier. Sehr schön, allen noch mal ein bisschen geholfen. Und jetzt pushen wir den Tower. Das war ein schöner Teamfight. Das war gut. Was auch immer Doom da gerade macht, aber nein. Bam! Einfach ein bisschen pushen, ein bisschen was machen. Unsere Rolle haben wir bis jetzt erfüllt. Fressen kurz den Range Creep, damit wir wieder Mana haben, falls irgendwas anbrennen sollte. Er hat recht, aber es bringt noch nichts, das Mecha ist noch nicht da. Ich habe noch keinen Mechanism. Oder Mechanism, wie ich es auch nenne. Hat aber ein anderer scheinbar. Sehr gut, haben wir zwei Mechanism. Das ist doch was Feines. Nee. Back, auf gar keinen Fall. Nicht vor Level 12 auch nur daran denken, den Tower dazu engagen, den letzten. Das macht gar keinen Sinn. Wir sollten lieber uns auf unsere Kompetenzen konzentrieren, was wir machen können. Was wir machen können, ist Druck aufbauen. Was wir auch haben, ist ein Kurier.
Habe ich vielleicht vergessen, mir auf den Hotkey zu legen. Den können wir upgraden. Wochen, weil das nochmal geht. War das nicht irgendwo sogar? Konnte man das nicht irgendwo machen? Dankeschön. Geht doch. Upsala! Da möchte uns ja scheinbar einer engagen. Und da kriegst du eine Nova, mein Freund. Verdammt. Das war das Problem. Da kann man nichts gegen machen. Wenn man eine Multi ist, dann wird man sofort gehuckt oder sonstiges. Das war jetzt... Ja. Das kann man nicht verhindern, das ist einfach so. Aber das Schöne ist, wir müssen nicht epic werden. Wir müssen nicht gut werden, wir müssen nicht stark werden. Wer bei uns die Kills haben muss, ist auch nicht Earthshaker, sondern Doom muss bei uns auf jeden Fall die Kills haben. Uns fehlt ein Carry. Derjenige, der bei uns am meisten Carry sein könnte, wäre Doom, leider. Das ist das Problem von Public Games. Denn man würde euch in allen möglichen Guides sagen, ja, ihr seid die und die Rolle, aber ihr müsst eigentlich immer nur mitdenken. Das ist die Rolle, die ihr haben müsst. Mitdenken. Die beste Rolle. Wir gehen ziemlich schnell down, deswegen wäre es ziemlich gut, ein bisschen mehr HP zu haben. Die pushen sinnlos weiter, während hier angegriffen wird. Wie gesagt, es ist noch nicht mal ansatzweise so weit im Spiel, dass man den letzten Tower angreifen könnte. Deswegen sollen die ein bisschen Spaß haben. Wir sind gerade gestorben. Wir brauchen ein bisschen Experience. Wir brauchen alles. Ich frage mich auch, wieso die das Chicken die benutzen, aber okay. Wieder aufpassen, alle müssten rein theoretisch noch unten sein. Nicht unten, ja, auf der Bottom Lane, also links. Das heißt, es gibt uns die Möglichkeit, hier ein bisschen zu creepen. Aber wie ihr seht, ich halte mich auch links, weil das die intelligente Lösung wäre für dieses Debakel hier. Plopp. Und. Ah, die wollen jetzt wahrscheinlich engagen, da holen wir es doch sofort einen Town Portal. Leider 10 Sekunden Cooldown. Naja, was soll's. Die sind aber alle Mist, das heißt, die kommen jetzt hundertprozentig zu uns. Wir laufen also ein bisschen schneller weg, als wir sonst machen würden. Und nehmen vielleicht nicht die Abkürzung über den Fluss. Das ist übrigens saublöd, was Maiden macht. Maiden ist kein Held, der sonderlich viel HP hat, die keine Entkommen-Mechanik hat, also kein Blink, kein sonstiges. Und wenn alles Mist ist, nach einer Rune suchen zu gehen, ja, viel Spaß. Kannst von Glück reden, dass die Invisible Rune hatte, dass Magina ihr nicht den Hintern poliert hat. Und da kommt das heute steil. Nice. Nice, sehr schön. Sehr schön, das war doch gut. Leider hatten wir... Ah, verdammt, wir haben leider vergessen, Mechanism zu benutzen. Ich sag wirklich dazu lieber Mechanism. Ist besser. So, und... Ach ja, die ist noch nicht in der Base. Schade. Das war jetzt nicht gut von mir. Man sollte auch immer die Rüstung skillen. So, jetzt aber... Gott, wo war das hier mit? Back, 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 back. You don't say. So, transfer items. Yes. So einfach war das. So einfach war das. In welcher Situation befinden wir uns gerade im Spiel? In keiner vernünftigen. Es gibt nicht so diese Regel, die sagt, jetzt in dieser Situation musst du das und das machen. Immer nachdenken. Was können die Gegner jetzt machen? Die können angreifen. Das heißt, wir müssen uns möglichst in der Position halten, dass wir verteidigen können. Das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen gecreept. Versucht in Dota niemals sinnlos irgendwo rumzustehen. Das ist ganz blöd immer. Einfach sinnlos rumzustehen und auf das... auf irgendwas zu warten, dass irgendwas passiert. Versucht... Intelligenz zu spielen und die Zeit, die ihr habt, auszunutzen. Zum Beispiel ist alles Mist, also muss man einigermaßen schauen, was die machen könnten. Magina könnte engagen, Sand King ist hier, Patch ist da, das heißt, wir können auch ruhig vernünftig ein bisschen weiter rausgehen, denn uns kann keiner hooken, uns kann keiner irgendwie urplötzlich töten oder zerstören oder wie auch immer.
Ashoka wird gefokust sehr, sehr oft. Maiden sehr, sehr oft. Die können halt die Rüstung haben. Vor allem Maiden wegen dem Ulti. Die braucht's ja. Und natürlich an sich selbst als letztes denken. Links und rechts könnte Party gehen, vor allem links, aber Doombringer scheint ganz gut zu sein. Wir können da Tower pushen, es kann uns eh nichts passieren. Das wollte ich nicht mal, ich wollte ihn eigentlich für Low angreifen, aber sehr gut. Schön, wenn man Sachen haben kann. Was er macht, ist nicht wirklich intelligent, so viel Damage zu tanken vom Tower. Das wird ihm nicht helfen. Das Problem ist, Patch ist tot, das ist gut, aber Magin lebt noch. Das heißt, und vor allem Sand King lebt noch. Das könnte ein sehr, sehr böses Engagement werden. Vor allem, falls wir wieder ja, vom Bloodseeker das Ulti drauf bekommen. Müssen wir überlegen, wie wir spielen. Das Ulti kam gut, das Ulti kam wirklich gut. Okay, wir können nichts machen. Wir müssen abhauen. Das macht keinen Sinn. Wir sind weg. Gehen aber auch gleich am besten nach unten. Oder wollen die hier weitermachen? Falls die weitermachen wollen, würde ich denen das echt nicht empfehlen. Unten geht ein bisschen Party. Und Maiden wurde gehookt. Da kann man nichts machen. Ich würde echt sagen, weg. Weg. Das macht keinen Sinn. Wir defen lieber. Nee. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Wir haben alle keinen Mana mehr. Wir haben gar nichts mehr. Damit die auch verstehen. Wir haben nichts mehr. Wir sind alle angeschlagen. Die haben alle keinen Mana mehr. Die haben nichts mehr. Die Gegner können immer wieder zurückgehen. Wieso es auf Teufel komm raus mit der Brechstangenmethode probieren? Das habe ich nie verstanden. Niemals. Ich verstehe das nicht. Wieso man auf Teufel komm raus mit der Brechstangenmethode was machen will? Das ist saudämlich. Absolut bescheuert. Total dumm einfach. Wieso macht man das? Welchen Sinn hat das? Ja klar, jetzt werden wir noch geraped. Leider hat der Anti-Magic Shield. Ich kann da nichts gegen machen. Ja, und jetzt haben wir niemanden mehr, der deffen kann. Aber weil die Gegner so low HP waren und allgemein wir die ziemlich rapen, schaffen die es. Das war absolut nicht gut. In einem vernünftigen Clan, wo wir das jetzt Ende. Jetzt müsste eigentlich Frostbite kommen. Oder Nova, okay, gut. Wofür auch immer, aber okay. Dabei kommt das. Wir fressen ein bisschen Mana. Als nächstes holen wir uns den Sheepstick. Sehr wichtiges Item, essentiell. Vor allem gegen Magina, weil Magina ja auch langsam einigermaßen stark wird. Halten uns schön in der Menge, damit es schwerer wird zu hooken. Und, denn das ist das Wichtigste, möglichst nicht abseits halten. Das, was die jetzt machen, ist nicht gut. Möglichst in der Menge stehen. Okay, gut. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt wieder back gehen. Wir haben keinerlei Möglichkeit, noch irgendwas zu machen. Aber die wollen jetzt auf Teufel komm raus diesen Tower pushen. Auch wenn wir nichts haben, um Damage zu tanken. Unsere Creeps sind am Arsch der Welt. Natürlich helfe ich jetzt mit, weil ansonsten würden wir halt alle sterben. Aber das ist nicht gut. Das ist absolut unüberlegt und unintelligent. Spielt niemals so. Das ist saublöd. Die haben die Creeps, die haben alles. Wir sind einfach nur am Arsch. An dieser Stelle. Oh Gott, ey. Das war absolut nicht gut. Eigentlich hätten wir sterben müssen, aber weil wir eigentlich so dominiert haben,
oder beziehungsweise so die Gegner unterdrückt haben, klappt das trotzdem. Das ist aber keine gute Möglichkeit zu spielen. So sollte man nicht spielen. Niemals. Meiner. Ach doch, von der Main. Sehr gut. Was wir machen können, ist uns eigentlich komplett das hier zu holen. Okay, sehr interessant. Ja, ich werde angegriffen. Goddammit, Leroy. Ich werde vielleicht noch gehuckt. Nein, werde ich nicht. Wir bekommen noch kurz Frost Shield. Was wir sonst noch machen können, vernünftiges. Wow. Ha! Tja, hucken muss gelernt sein. Das ist doof. So einfach sinnlos umzustehen ist nicht intelligent. Vor allem nicht, wenn Patch in der Base ist. Wir sagen dir mal, dass es zum Secret Shop gehen soll. Aber erstmal grab Items und dann zum Secret Shop. Denn der kann uns dann nachher ein Mystic Stuff kaufen. Gelb ist gerade in Ärger. Und das kommt noch härter. Das könnte nicht gut enden für die Gegner, oder? Für uns? Ja doch, für die Gegner endet das nicht gut. Wir werden jetzt auch mal ein bisschen waghalsig. Wir fahren mal ein Ultimate in die Base. Ach, und es wird wahrscheinlich nichts tötet, aber es sieht einfach cool aus. Verdammt! Schade. Tja, aber das ist jetzt nur ein bisschen Spaß, man hat. Es tut mir leid, dass es jetzt wieder ein bisschen kurz wurde und dass wir eigentlich so dominiert haben, aber ich hoffe, man konnte doch trotzdem einen guten Einblick daran bekommen, was ich euch rüberbringen wollte und was nicht. Ich wollte ja was kaufen, ne? Ach, verdammt. Wow! Da geht ja Party. Ha! Ist jetzt ja egal. Das Spiel ist eh gewonnen. Transfer Items. Also an dieser Stelle ist das Spiel eigentlich gewonnen. Ah, ich wurde gehuckt. Nett. Ihr seht hier, die sind jetzt nicht mehr so stark, dass die mich alleine töten könnten. Das ist. Und? Ich kriege ich noch Fat Cops. Oder auch nicht. Schade. Also wenn Lich unstoppable wird, das ist eigentlich so das Zeichen, dass ja, es langsam aus ist. So ganz langsam. Ach, verdammt, unser Kurier ist tot. Oh. Hat es doch nicht die Reise, die gegnerische Base überlebt. Nicht hier stehen, da kann... Da kann böses Schaden machen. Wir warten einfach, chillen, bis unser Ulti da ist. Dann können wir probieren, ein bisschen mehr zu machen. Na komm, greif mich an, greif mich an. Komm. Tu es. Hit me. Hält aber auch lange, das Silence. So, jetzt haben wir Ulti. Jetzt können wir Party machen. Hook könnte kommen. Schon aufpassen. Hat gut Damage gezogen. Richtig gut Damage gezogen. Wow, 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 wow. Das war mehr, als wir wollten. Wir machen jetzt einfach Ende. Das bringt ja auch nichts mehr. Das Spiel ist vorbei. Jetzt hatten wir noch ein bisschen Spaß mit den Gegnern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Sagt mir auf jeden Fall, wie es in Zukunft, ob ihr weiter was davon sehen wollt oder nicht. Bla bla bla, bliblublub. Ihr wisst ja, wie das Ganze aussieht. Boah, Hilfe, Mutti, ich will doch nicht sterben. Hilfe! Ja, komm. Du wirst mich eh nicht töten können. Ja. Macht eh keinen Sinn. Also auf jeden Fall, sagt uns Bescheid, wie ihr das gefunden habt, ob ihr das gut fandet, nicht, ob wir damit weitermachen sollen oder nicht. Wie gesagt, ich kann halt leider nicht im Vorfeld wissen, ob die Spiele gut werden oder ob sie schlecht werden, weil, naja, ich spiele sie halt live. Ich habe nicht ansatzweise gut gespielt wie sonst Spiele, aber es liegt auch daran, dass ich gleichzeitig versuche zu reden, was nicht einfach ist, glaubt mir.
Es ist nicht einfach. Das erste gute Ulti, das ich von Urshaker sehe. Mein Gott, weißt du überhaupt, wie man das einsetzt? Aber mal ganz im Ernst. So, in diesem Sinne. Das hat uns noch gefehlt, ne? Genau. Yes. Weil das ist damit auch unser Item ein bisschen verloren gegangen. Oh. Hat der Kurier. Hat das Kurier gelebt? Der Kurier. Hat er gelebt? Freeze frame that one. Okay, schade. Na, ist egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, sagt uns Bescheid, wie ihr das fandet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.